willkommen zum ersten Blick auf die Märkte in dieser neuen Woche. Ja, die DAX-Bullen haben es heute ein bisschen versucht. Das war zu erwarten, nachdem ja am Freitagabend schon die amerikanischen Märkte, die Wall Street ins Plus drehte und auch in der Nacht zum Montag, also in Asien, dann die Märkte durchaus freundlich agierten. Der DAX, also wie gesagt, der versuchte es auch, machte das Ganze aber doch ziemlich halbherzig, muss man sagen. Und so ist er dann eben auch nicht weit gekommen. Die Sorgen bleiben im Fokus in Europa. Das eine ist der starke Euro. Heute hat er schon mal kurz an der 1,18 vorbeigeschaut. Und das andere ist die Automobilindustrie in Deutschland, die halt die Weichenstellung für die Zukunft irgendwie verschlafen hat und auch ethisch offenbar nicht ganz so ist, wie man sich Made in Germany an sich vorstellen würde. Das könnte auch durchaus Flurschaden bringen, der weit über die Autoindustrie hinausgeht. Es ist also eine ziemlich gefährliche Mischung, die uns da die Automobilmanager präsentieren. Was mich vor allem überrascht ist, dass der Staatsanwalt scheinbar noch gar nicht unterwegs ist, denn hier geht es ja um ganz klare Wirtschaftskriminalität. Denn hier sind jahrelang Dinge versprochen worden und suggeriert worden, die überhaupt nicht gestimmt haben. Nun ja, an der Wall Street sieht das Ganze ganz anders aus. Da ist nämlich die Stimmung nach wie vor ziemlich gut. Das hat auch mit Daten aus China zu tun, die in der Nacht gekommen sind, nämlich vom ISM-Einkaufsmanager-Index, der ein bisschen unter den Erwartungen zwar eigentlich blieb, aber insgesamt freut man sich zurzeit sehr darüber, dass es in China überhaupt Wachstum gibt. Nun ja, manchmal kann man eben auch mit wenig sehr zufrieden sein. 73% der S&P 500 Unternehmen haben in der Berichtssaison überraschend positive Zahlen hingelegt, also Quartalszahlen, die über den Erwartungen der Analysten gelegen hat. Auch das ein Grund, weshalb die US-Märkte nach wie vor eher im Allzeithoch Bereich agieren. Auch heute gab es im Dow Jones ein neues Allzeithoch, wie wir nachher sehen werden. Problematisch, und das ist eben der Wermutstropfen an der Wall Street, problematisch bleibt die Politik im Weißen Haus. Nach den innenpolitischen Misserfolgen könnte jetzt Donald Trump versuchen, außenpolitisch Erfolg zu haben. Das wäre eine Strategie, die in den USA schon öfter funktioniert hat. Gelingt mir zu Hause nichts, führe ich außerhalb mal ein bisschen Krieg. Einer der Kandidaten, die das zu spüren bekommen könnten, könnte Nordkorea sein. Die Krise dort spitzt sich zu. Donald Trump hat inzwischen schon getwittert, dass er mit China unzufrieden ist oder von China enttäuscht ist, und hat dann eben doch ziemlich markige Worte Richtung Nordkorea abgelassen. Das klingt jetzt nicht so, als wenn die USA der Konfrontation aus dem Weg gehen wollen. Ob das eine gute Idee ist, vor allem für die Region da unten, vielleicht hätte man viel eher etwas unternehmen müssen, und das ist dann nicht nur das Versäumnis von Donald Trump, das muss man auch mal ganz klar sagen. Schauen wir mal auf die Daten des heutigen Tages. Die kamen heute gemischt daher, wie wir schon sehen. Die wichtigsten Termine schnell mal: China, der ISM-Einkaufsmanager-Index mit 51,4, ein bisschen unter den Erwartungen, und die Dynamik des Wachstums in China ist damit auch ein bisschen zurückgegangen im Gegensatz zum Vormonat. Aber wie gesagt, die Märkte haben dann am Ende das Ganze doch positiv bewertet und sagen, naja, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Industrieproduktion aus Japan, das ist die erste Veröffentlichung, 1,6% unter den Erwartungen, die mir vorliegen. Andere Analysten hatten die Industrieproduktion etwas schlechter gesehen, also insgesamt immerhin wieder Wachstum, wurde am Ende auch nicht so negativ bewertet. In Australien gab es keine guten Zahlen, Neubauverkäufe und Privatkredite. Die privaten Kredite hätte ich allerdings grün machen müssen. Also die Privatkredite ganz okay, aber die Neubauverkäufe, naja, das war schon besser. Und auch der Konjunkturoptimismus in Neuseeland hat leicht nachgelassen, liegt aber immer noch auf einem ganz ordentlichen Niveau. Aus Deutschland gab es die Einzelhandelsumsätze, die waren richtig gut. Und der Verbraucherpreisindex kam dann in der Eurozone so rein, wie man das erwarten konnte. Die Kernrate ein bisschen höher, aber insgesamt doch deutlich unter 2,0. Wenn wir uns erinnern an den Verbraucherpreisindex aus Deutschland, der war dann doch schon ein bisschen höher. Da sieht man schon, die EZB hat einen Spagat zu führen zwischen Ländern, wo der Verbraucherpreisindex nicht aus dem Knick kommt, und dann eben Ländern wie Deutschland, wo eben aufgrund der insgesamt positiven Konjunkturlage, das muss man ja auch mal sagen,
Also die Autoindustrie ist zwar in der Krise, aber ansonsten ist die deutsche Wirtschaft ja gefestigt. Wir haben eine tolle Beschäftigung letztendlich. Das eben sorgt dann eben auch für ein verstärktes Konsumverhalten, was die Preise dann letztendlich eben steigen lässt in Deutschland. Da kommen die anderen Eurozonenländer eben noch nicht so mit. Das ist natürlich dann ein Problem für die EZB, weil die da irgendwo einen Spagat hinkriegen muss und allen gerecht werden muss. Also es ist wohl dann doch so, dass man in Deutschland damit rechnen muss, dass der Verbraucherpreisindex auch mal über die 2,0 drüber weg nochmal schießt. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone 9,1%. Ja, ist nach wie vor eigentlich ja ein hohes Niveau, aber für die Eurozone ist es trotzdem ziemlich erfreulich. In Polen gab es einen Verbraucherpreisindex, der ziemlich schwach war, und in Kanada den Rohstoffpreisindex, der auch nicht gerade toll war. Naja, solange die Rohölpreise nicht nach oben kommen, gibt es da eben für den Rohstoffpreisindex auch nicht viel zu lachen, nicht wahr? In Mexiko ein gutes BIP und das war sehr überraschend, im Übrigen 0,6% Wachstum im letzten Quartal. Erwartet wurden 0,7% Rückgang. Das ist doch mal eine Ansage von der mexikanischen Wirtschaft. In den USA, der Chicago Einkaufsmanager Index, den hätte ich rot machen müssen, 58,9. Naja, trotzdem ziemlich gutes Ergebnis noch. Allerdings war es im Vormonat eben noch 65,7, aber auch 58,9 ist klares Wachstum. Also eine ganz große Krise ist da jetzt nicht daraus abzuleiten und die schwebenden Hausverkäufe deutlich über den Erwartungen. Da ist auch der Vormonat leicht nach oben korrigiert worden von minus 0,8 auf minus 0,7. Schauen wir mal auf die Charts, da sehen wir den DAX. Der hatte heute begonnen mit einer kleinen Erholung, ist aber nicht sehr weit gekommen, nämlich nur bis 12.209. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen wirklich überrascht, weil ja, wie gesagt, die US-Indizes schon am Freitag nochmal ordentlich Gas gegeben hatten und auch Asien durchaus positive Vorgaben gegeben hatten. Deswegen war mir schon klar, dass fundamental eine große Umkehr nicht zu erwarten ist im DAX, aber ich dachte eigentlich wenigstens, dass wir die 12.400, da die Wolkenkante nochmal erreichen. Nicht mal das ist gelungen. Das zeigt eigentlich die Schwäche, die hier im DAX letztendlich zurzeit existiert. Die Korrektur endete dann wieder bei 12.097 Punkten und das ist jetzt eben erst einmal noch die Marke. Bricht die, dann wird es wieder ziemlich gefährlich. Zurzeit, wie gesagt, haben wir hier eine Art Doppelboden, wenn man so will. Wir sind zumindest mal seit der letzten Erholung Richtung 12.676 sind wir klar im Abwärtstrend. Das sieht man hier ganz deutlich auch im 4-Stunden-Chart. Und ja, zurzeit würde ich dann doch eher favorisieren, dass wir auch die 12.097 noch brechen und unter die 12.000 tauchen. Erste Unterstützung dürfte dann so an der nächsten größeren Wolkenstufe liegen bei 11.940 Punkten. Und dann könnte es sogar noch deutlich weiter runtergehen. Dazwischen gibt es natürlich auch noch ein paar Unterstützungen. Nächstes Ziel aber, wie gesagt, erstmal 11.940. Ob es dann noch tiefer geht, das muss man dann mal abwarten. Ich habe mal heute den DAX als Referenz genommen und habe dann rot markiert den S&P 500. Die rote Linie, die hellrote Linie. Und da sehen wir, dass etwas doch ziemlich interessant ist. Der DAX ist ja im Frühjahr deutlich stärker, hatte der ja performt als die US-Märkte, hat ja auch einiges aufzuholen. Ist dann auch bis zum Allzeithochjahr gekommen. Und seitdem korrigiert er eben, hat dann eben einen Top gebildet, während jetzt eben der S&P 500 eben durch eigene Allzeithochs, wenn man so will, dem DAX wieder näher gekommen ist. Und im Prinzip haben sich beide Indizes jetzt auf längere Sicht im Daily Chart gerade mal angenähert. Auch eine interessante Sache. Also eigentlich, wer jetzt also den DAX schon mal richtig schlecht reden will, das wäre vielleicht noch ein bisschen verfrüht. Wobei man natürlich sagen muss, dass der DAX zurzeit nicht wirklich gut performt. Der S&P 500 nochmal alleinstehend und da sehen wir, er ist heute mehr seitwärts gelaufen, hat ja fast ja, unverändert gehandelt, um 17:40 Uhr zumindest. Ist noch leicht über der Wolke, also die Allzeithochs sind nach wie vor nicht weit entfernt und die erste Unterstützung sehe ich so bei 2453. Der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch gebildet bei, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 21.912 oder so. Auf alle Fälle, ja, sind wir kurz vor der 22.000 und mir fällt gerade kein wirklich plausibler Grund ein, warum wir jetzt die 22.000 nicht auch noch erreichen sollten. Und das ist halt das Interessante, während der DAX also überhaupt nicht mehr den Hintern hochkriegt und wirklich
kurz vorm kompletten Abtauchen steht. Ja, sonnen sich die US-Indizes weiter, besonders zurzeit der Dow Jones? Na, schau einer an. Der Dollar hingegen ist weiterhin deutlich unter Druck. Klar, ein günstiger Dollar und ein teurer Euro, das könnte natürlich auch die Exportchancen der US-Industrie durchaus fördern. Das muss man vielleicht auch langsam mit ins Kalkül ziehen. Wir bleiben hier im Stundenchart unter der Wolke, das sieht nach wie vor ziemlich bärisch aus und ja, das Gegenstück ist dann Euro, US-Dollar, da sieht es ziemlich bullig aus. Wir haben die 1,18 nur knapp verfehlt heute. Bisher zumindest. Vielleicht kommt es ja noch. Der Ichimoku ist extrem bullig. Da oben ist dann auch fast, haben wir dann auch fast die Oberkante des Aufwärtstrendkanals schon erreicht. Und ja, zurzeit fällt mir gerade nicht ein, warum wir nicht auch 1,20 mal ausprobieren sollten. Zurzeit zumindest mal ist das Bild wirklich bullig. Im US-Dollar, japanischen Yen sind wir auch auf dem Weg nach Süden. Wir werden dann gleich sehen, dass das sicherlich weniger damit zu tun hat, dass gerade sichere Häfen gesucht werden, als vielmehr eben auch Dollarschwäche zu tun hat. Der Yen wird überraschend stärker eben dadurch und hat die 110,65 verloren heute, hat sich zwar versucht, nochmal zurückzukämpfen, ist dann allerdings eine 1,1080, dem nächsten Widerstand, der durch den orangefarbenen Kijun markiert wurde, heftig zurückgeworfen worden. Der Angriff der Bullen war also ja, erfolglos und in aller Regel folgt dann ein weiterer Abverkauf. Und der könnte dann im bösesten Falle durchaus bis 108,10 gehen. Ja, das würde auf alle Fälle auch in Asien negative Auswirkungen haben, denn wenn der US-Dollar japanische Yen fällt, fällt in der Regel auch der Nikkei und an dem orientieren sich nach wie vor doch einige andere US-Indizes. Das ganze Chartbild sieht nicht mehr wirklich günstig aus. Wir sind zwar noch nicht ganz durch die Wolke durchgebrochen, aber wir sehen hier mit rotem Pfeil markiert, dass der orangefarbene Kijun langsam auch Richtung Süden dreht. Also hier hat sich das Chartbild eigentlich weiter eingetrübt. Und ja, also das Ziel 108,10 sollte man durchaus mal im Blick behalten. Im Gold gab es heute keine weiteren Zugewinne. Es war heute mehr so eine Nullnummer, leichte Verluste. Ist auch nicht so. Jetzt letztendlich hat sich das bemerkbar gemacht irgendwie. Also insgesamt bleibt das Ganze hier natürlich weiterhin bullig, aber Gold heute deutlich schlechter performt auf alle Fälle mal als Silber. Silber ist heute Richtung 1690 unterwegs gewesen. Der Ichimoku sieht hier eigentlich auch gar nicht so dynamisch aus, aber irgendwie hat das Silber zuletzt dann doch immer ein bisschen zulegen können. Und ist jetzt im Daily Chart sieht man das sehr schön an einer sehr interessanten Stelle angekommen, nämlich an der Wolke. Von der Unterseite her. Und jetzt ist die spannende Frage: Kommt das Silber weiter voran oder kommt jetzt die Korrektur? Zurzeit würde ich sagen, könnte eine Korrektur durchaus stattfinden. Zu sehen ist das sehr schön an Tenkan und Kijun. Hier mal mit roten Pfeilen markiert. Der Kijun zeigt irgendwo seitwärts hin. Der blaue Tenkan enteilt da mit dem Kijun immer weiter. Und diese beiden Linien müssen ja irgendwie auch immer wieder zusammengeführt werden. Das kann jetzt passieren durch Konsolidierung oder eben durch Abprall. Der nächste Widerstand wäre dann noch interessant, wenn wir durch die Wolke durch sind, haben wir da gleich diese lange Wolkenlinie bei 1736. Ich würde behaupten wollen, erst wenn wir da drüber sind, können wir eigentlich auch den Angriff versuchen des Abwärtstrends hier. Und erst wenn wir den gebrochen haben, könnten die Bullen frohlocken. So lange können hier die Bären durchaus einen Konter fahren. Damit muss man auf alle Fälle mal rechnen. Im Kupfer haben wir ja explosionsartige Gewinne in der letzten Woche gesehen. Heute konnten die auf alle Fälle mal gehalten werden. Ist sogar ein bisschen nochmal zugekommen, auch wenn die Hochs dann am Ende nicht ganz erreicht worden sind. Also die Rohstoffe durchaus heute positiv zu sehen. Das hat dann auch trotz schwacher Daten den Aussie einigermaßen stabil gehalten. Und was heißt einigermaßen? Auch hier plus minus null. Wir sind heute den ganzen Tag durch diese Wolke gesurft. Also in der Wolke hat sich der Aussie heute offenbar ziemlich wohl gefühlt, so knapp unter 0,80. Das ist noch nicht so richtig das Ding vom australischen Dollar, hier die 0,80
zu holen. Australische Dollar, Neuseeland-Dollar, da gab es interessanterweise nach den schwachen australischen Daten dann doch erst einmal ein bisschen Verlust, der dann später wieder schnell zurückgekauft wurde. Am Ende ist da auch nicht so viel passiert. Am Ende hat der Aussie sogar gegenüber dem Neuseeland-Dollar leicht zugelegt und ist im Begriff, hier wieder über die Wolke zu kommen. Wir haben aber noch die lange Wolkenkante bei 1,0670. Da müssten wir auch noch drüber kommen, damit dann hier eventuell wieder die Oberseite eine Rolle spielen könnte. Dazwischen sicherlich nochmal Widerstand bei 1,0715. Und der Kiwi gegen den US-Dollar. Der hat ja eine Unterstützung bei 0,7460, die ich schon mal letzte Woche gehalten hat. Heute ist er nicht so ganz stark getestet worden. Da gab es dann auch eine Korrektur heute nach, wieder eine Erholung heute Nachmittag, und wir sind wieder an der 0,75 dran. Die spannende Frage hier ist jetzt, ob jetzt diese Bodenbildung, die wir hier im Prinzip sehen. Achso, nee. Wir sind schon beim nächsten. Habe ich gar keinen Daily Chart. Na gut. Im US-Dollar, kanadischen Dollar auf alle Fälle haben wir dann haben wir vielleicht die Chance einer Bodenbildung bei 1,2414. Denn da haben wir in der letzten Woche am Freitag den dritten Test erlebt bei 1,2415, der wieder gehalten hat. Heute gab es dann die entsprechende Erholung dazu, interessanterweise. Das hat natürlich mit dem Rohstoffpreisindex aus Kanada sicherlich zu tun. Wie gesagt, die US-Daten waren so schlecht auch nicht. Von der Warte aus war der kanadische Dollar dann am Ende heute eine der wenigen Währungen, die heute gegen den US-Dollar verloren hat. Und zwar so richtig mit 0,4%. Und was heißt richtig, ne? Das ist also, aber im Vergleich zu anderen Währungen war das ja heute schon ganz schön viel Bewegung. Wir sind noch nicht endgültig über die Wolke hier drüber weg. Würden wir das schaffen, dann könnten wir bei 1,2560 die Oberseite des Abwärtstrendkanals mal testen und könnten bei einem Bruch dann die Bodenbildung hier bei 1,2415 bestätigen. Also noch ist das nicht in trockenen Tüchern. US-Dollar, mexikanischer Peso. Ja, obwohl die Mexikaner ein tolles BIP präsentiert haben, ging es dann doch in die andere Richtung. Der US-Dollar hat heute zugelegt. Ist bei fast 17,90 gewesen. Wir sehen da oben so schräg die lila Linie vom Abwärtstrendkanal. Die ist noch nicht nachhaltig gebrochen. Im Daily Chart sieht man sie dann schöner. Da sieht man auch, dass die Bullen da noch nicht so viel gewonnen haben. Aber trotzdem, wir sehen, dass mit dem Bruch des Abwärtstrendkanals auch der orangefarbene Kijun gebrochen werden könnte. Das könnte dann auf alle Fälle den Bullen die Hoffnung geben, dass man es mal bis zur Wolkenoberkante schaffen könnte mit einer Korrektur 18,55. Und dort würde sich dann eben entscheiden, ob die Umkehr komplett gelingt, also wir eine Trendumkehr hätten Richtung Long, oder eben, dass es doch nur eine kurzfristige Erholungsphase ist. Tja, die Polen haben einen Denkzettel von Moody's bekommen. Die haben heute einen negativen Kommentar über die Bonität losgelassen. Die umstrittene Justizreform wirkt sich nämlich negativ auf die Bonität Polens aus, meinten die Rater. Europolnischen Zloty hat das heute nicht so wirklich interessiert. Auch die schwachen Verbraucherpreise haben erst mit Verzögerung zumindest ein bisschen wenigstens gewirkt, aber insgesamt war das heute weiterhin eher seitwärts. Wir haben hier so, wenn man das so will, kurzfristig schon so ein bisschen Dreieck. Das drohte dann heute nach Süden sich aufzulösen, und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum eigentlich, weil die Daten haben eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Nun ja, am Ende hat sich der Markt ja auch noch gar nicht ganz entschieden zur Zeit. Tenkan und Kijun zeigen eher nach Norden. Mal schauen, wie die ganze Nummer sich dann weiter ausgeht, wobei man im Daily Chart sagen muss, da sind Tenkan und Kijun zwar übereinander, aber seitwärts, wir sind aber über der Wolke, die Erholung könnte also weitergehen. Wichtiger Widerstand hier auf alle Fälle die 4,28, da sehen wir, dass dass die rote Wolkenlinie da ist und auch eine orangefarbene Kijun-Linie seitwärts ziemlich lang ist, da dürfte also ein ziemlicher Widerstand herrschen. Und erst wenn wir darüber wären, dann würde ich sagen, ist die Bodenbildung gelungen. So lange muss man nochmal mit einem Rücksetzer rechnen. Das WTI Crude Oil, also das amerikanische Öl, hat heute die 50-Dollar-Marke mal kurz getestet. Gab es auch schon mal schon in der Nacht, glaube ich, den ersten Test, und dann eben heute im Laufe des Vormittags nochmal. Ja, aber so richtig konnte sich der Markt nicht darauf verständigen.
Offenbar ist jetzt all das, was an guten Vorsätzen bei der OPEC da ist, eingepreist. Und nun wird der Markt wohl erstmal warten, ob die OPEC dann auch tatsächlich liefert. Denn beim letzten Mal war das, was die Saudis angekündigt haben, ja nicht so ganz das, was dann tatsächlich umgesetzt wurde. Und das Allerschlimmste war, es wurde auch von den Saudis nicht umgesetzt. Das wird der Markt nicht ganz vergessen haben, würde ich mal denken. Trotzdem ist weiterhin erst einmal nicht ganz so dramatisch, was hier an Korrektur passiert. Erstens mal ist die rote Kerze noch kürzer als die grüne am Freitag. Also es ist noch kein Umkehrstab. Und dann haben wir eben die lange rote Wolkenlinie bei 48,70, genau. Solange die hält, würde ich sagen, bleibt der bullische Trend auf alle Fälle bestehen. Wir haben ja hier einen ziemlich breiten Aufwärtstrendkanal, der ist sowieso nicht gefährdet. Da sind wir ja nach oben ausgebrochen. Also es kann durchaus ist diese Erholung auch ja, ein Stück weit durchaus auch gesund, würde ich sagen. Der Kijun liegt noch irgendwo bei 46 herum, also das ging doch alles ziemlich schnell. Da müssen Tenkan und Kijun auch erst einmal ein bisschen hinterherkommen. Wahrscheinlich ist also auch eine Korrektur bis 48 Dollar noch kein so großes Problem. Da würde ich dann noch nicht wieder Panik machen wollen. Die HSBC hat gute Zahlen geliefert in der Nacht schon. Die sind ja sehr stark in Asien auch verwurzelt. In Hongkong beispielsweise werden die auch gehandelt. Und genau in Asien gab es auch ein sehr starkes Wachstum und einen Gewinnsprung um 57%. Außerdem wurde das Aktienrückkaufprogramm erweitert um weitere 2 Milliarden Dollar wurde es aufgestockt. Damit sind es dann insgesamt 5,5 Milliarden. Insgesamt hat die HSBC jetzt knapp 200 Milliarden Dollar Marktwert und ist damit die wertvollste Bank der Welt. Ja, das hat der Markt heute erst einmal gefeiert. Es ging also ziemlich beeindruckend los. Danach setzten aber doch Gewinnmitnahmen ein, aber insgesamt natürlich ein freundliches Bild. Heute 2,3% im Plus. Tesla hat auch schöne, gute Nachrichten heute für den Markt gehabt. Es gibt angeblich schon 500.000 Bestellungen für das Modell 3, dessen billigste Variante übrigens 35.000 Dollar kosten soll. Und ja, im Daily Chart sehen wir, dass das allerdings Tesla heute nicht so viel genutzt hat. Es ging zwar nicht so schlecht los, aber dann gab es doch auch schnell wieder Gewinnmitnahmen bei Tesla. Also da ist erstmal die Oberseite scheinbar abgegrast. Es sieht zurzeit dann doch immer noch ein bisschen nach Konsolidierung zumindest mal aus. Wichtige Unterstützung dürfte so um die 285 zu finden sein. E.ON profitierte heute von einer Kaufempfehlung von Berenberg und von JP Morgan. Am Ende war es dann aber auch nur 1,2%, war zum Handelsstart auch schon mal ein bisschen mehr. Und insgesamt ist das jetzt auch noch nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Wir sind hier im Daily Chart immer noch in der Wolke, aber offenbar bleiben wir eben auch erst einmal über der Unterkante, also in der Wolke drin. Aber der Tenkan ist unter dem Kijun, also und auch der hellblaue Nachläufer ist unter dem Kurs, also dass jetzt hier demnächst die Explosion Richtung 10 Euro stattfinden könnte, ist zumindest nicht zu sehen. Und damit sind wir schon beim Ausblick auf morgen. Die Schweizer feiern morgen ihren Nationalfeiertag. Und ansonsten gibt es die Einkaufsmanager-Indizes aus aller Herren Länder. Die wichtigsten Daten habe ich mir mal gelb gemacht. Und in Australien gibt es noch eine Zinsentscheidung. Da wird allerdings keine Änderung der Geldpolitik erwartet. Schauen wir mal, ob irgendwas in den Statements drin steht. Das könnte dann den Aussie morgen durchaus morgen früh ein bisschen durchrütteln, wenn es denn dazu kommt. Aus Deutschland gibt es neben dem Einkaufsmanager-Index auch noch die Arbeitsmarktdaten. Und aus der Eurozone gibt es das BIP um 11. Und am Nachmittag gibt es aus den USA neben dem ISM Einkaufsmanager-Index morgen sicherlich der wichtigste Termin. Dann gibt es also noch schon vorher die PCI Kernrate-Preisindex und Privateinkommen und Privatausgaben. Da sollte man auf alle Fälle auch mal schauen. Und es gibt morgen auch wieder Quartalszahlen, ein bisschen mehr als heute. Ja. Es sind also einige wichtige DAX-Konzerne dabei, aber dann eben auch Pfizer, Sprint und Apple nochmal aus den USA. Die US-Berichtssaison geht ja so langsam ihrem Ende entgegen. Soweit der Markt am Morgen.
Montag. Morgen gibt es eine neue Sendung. Bis dahin, schönen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Schönen Abend.